Hallo und moin moin, herzlich willkommen zum dritten Video. Um alle Informationen zu bekommen, empfehle ich Ihnen, sich auch den ersten und zweiten Teil dieser Videoreihe anzuschauen. Heute ist der 21. Februar 2019. Es ist ein Monat seit dem Start des Experimentes vergangen. Ich mache jetzt dreimal täglich ganz bestimmte Augenübungen, um meine Augenmuskeln zu stärken. Welche Übungen das sind, werden Sie in diesem Video erfahren. Jede Übung mache ich jetzt mit 20 Wiederholungen. Das Ausführen der Übungen fiel mir von Tag zu Tag leichter. Das führte dazu, dass ich übermütig wurde und die Wiederholungen auf 30 Mal steigerte. Ich merkte jedoch schnell, dass das bei zwei der Übungen zu viel war. Es waren die Übungen, bei denen die Quermuskeln des Auges trainiert wurden. Diese Muskeln fingen dann schneller an zu schmerzen. Diese Muskeln sind bei mir schwächer und ich weiß jetzt, dass ich diese nicht zu stark belasten darf. Deshalb bin ich zu den 20 Wiederholungen zurückgekehrt. Welche Aufgabe die Quermuskeln haben, werden Sie auch in diesem Video erfahren. Mein Sehvermögen ohne Brille hat sich weiter verbessert. Ich benutze weiterhin bei allen täglichen Aufgaben keine Brille. Ich trinke täglich einen halben Liter Augentrosttee, der mir sehr gut bekommt. Außerdem trinke ich im Laufe des Tages jetzt viel mehr Wasser. Ich mache weiterhin täglich mehrere Male die Entspannung für die Augen, das Palming, was meinen Augen sehr gut bekommt. Ich wechsle weiter bewusst den Fokus meiner Augen von nah nach fern und vermeide es, länger auf einen Punkt zu starren. Das mache ich besonders häufig, wenn ich am PC arbeite. Dann schaue ich zwischendurch immer wieder auch aus dem Fenster. Das Arbeiten am PC und das Erkennen von Schriften ohne Brille wird immer besser. Dadurch, dass ich keine Brille benutze, stellen sich meine Augen immer schärfer ein. Ich lasse, wenn die Sonne scheint, viel Licht in meine Augen und benutze natürlich keine Sonnenbrille. Hin und wieder tränen meine Augen, jedoch nicht mehr so oft wie zu Beginn der Augenübungen. Meine Sehkraft wird immer besser. Das ist für mich natürlich Ansporn, weiterzumachen, zumal ich für die Übungen und das Palming zurzeit nur ca. 45 Minuten pro Tag benötige. Sie haben erfahren, dass laut der Theorie der Schulmedizin nur die Ziliarmuskeln für das Scharfsehen verantwortlich sind. Dr. Beetz hat mit seinen über 30 Jahre langen Studien eindeutig bewiesen, dass diese Theorie falsch ist. Es sind tatsächlich die Augapfel umgebenen sechs Muskeln, die für das Scharfsehen verantwortlich sind, die gleichzeitig auch die Augenbewegungsmuskeln sind. Es sind die vier geraden oder Längsmuskeln und die beiden schrägen oder Quermuskeln. Diese sechs Muskeln drücken den Augapfel mehr oder weniger zusammen und verändern so die optischen Verhältnisse im Auge. Eine ganz besondere Bedeutung haben hier die beiden Quermuskeln. Wenn alle Muskeln des Auges entspannt sind, hat das Auge die Form einer Kugel. Der Fokus befindet sich auf der Netzhaut und solch ein entspanntes Auge sieht ausgezeichnet in der Ferne. Wenn jetzt nah gesehen werden soll, muss der Fokus tiefer im Auge sein. Das heißt, um nah zu sehen, entspannt der Mensch die Längsmuskeln und spannt die Quermuskeln. Er drückt sein Auge zusammen, das Auge verlängert sich nach vorn, der Fokus geht in das Auge rein und ein so gewölbtes Auge sieht dann gut im Nahbereich. Damit benennt Dr. Beetz die Ursachen der Sehstörungen neu und gibt uns gleichzeitig die Hilfsmittel der Befreiung davon. Diese stellt die ganze über 100-jährige Augenheilkunde vom Kopf wieder auf die Füße. So sagt dann auch Professor Schadanow: Mit der Beetz-Methode wird der Mensch aufgeklärt und er kann die wahren Ursachen seiner Sehschwäche verstehen. Dadurch lernt er, die gespannten Augenmuskeln zu entspannen und die Muskeln, die geschwächt sind, zu trainieren, um sie zu stärken, und die Sehkraft des Menschen wird so wiederhergestellt. Und das gilt für jedes Alter. So erwähnt Professor Schadanow in diesem Zusammenhang den weltbekannten russischen Mediziner Professor Uglow, der ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen ist als ältester Chirurg der Welt, mit einem Dienstalter über 75 Jahre.
Mit 100 Jahren machte er noch die allerschwersten Operationen. Mit 95 Jahren machte er bei Professor Schadanow das Augentraining und konnte dann seine Brille mit plus 2,5 Dioptrien nach einigen Wochen für immer absetzen. Die letzten 9 Jahre seines Lebens hat er ohne Brille operiert, gelesen, geschrieben und ist Auto gefahren. Dieses ist ein schönes Beispiel, dass der Mensch sich mit Augenentspannungsübungen und dem Training der Augenbewegungsmuskeln auch noch im hohen Alter von allen Sehkraftstörungen befreien kann. Professor Schadanow nennt 4 Sehkraftstörungen: Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Schielen und Hornhautverkrümmung. Er betont ausdrücklich, dass dieses keine Krankheiten sind, wie viele Ärzte behaupten, sondern es sind Sehschwächen, die durch eine nicht richtige Arbeit von 6 Augenmuskeln entstehen. Es wird auch kein Mensch als krank bezeichnet, bei dem der linke Arm schwächer ist als der rechte Arm. Er kann den linken Arm trainieren und damit genauso stark machen wie den rechten. Genauso ist es mit den Augenbewegungsmuskeln. Mit Hilfe bestimmter Übungen kann man ihre normale Arbeit wiederherstellen. Und als Folge dieser Übungen verschwinden Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Schielen und sogar die Hornhautverkrümmung, von der die Augenärzte behaupten, sie sei unheilbar. Laut Professor Schadanow ist eine Brille das Schlimmste, was man bei einer Sehschwäche seinen Augen antun kann. Die ohnehin schwachen und unterentwickelten Augapfelmuskeln werden durch eine Brille noch weniger gefordert und verkümmern noch mehr. Dies ist der Grund, warum man mit den Jahren immer eine stärkere Brille, selten eine schwächere, braucht. Auch diese Erklärung ist logisch und entspricht natürlich meinen persönlichen Erfahrungen. Bevor wir zu den Augenübungen kommen, hier noch einmal die 6 Augenmuskeln und ihre Funktion, damit Sie wissen, was Sie trainieren. Da haben wir hier den oberen geraden Muskel. Er bewegt den Augapfel nach oben. Dort den unteren geraden Muskel. Der bewegt den Augapfel nach unten. Hier haben wir dann den inneren geraden Muskel. Er bewegt den Augapfel nach innen, auf die Nase zu. Das ist der äußere gerade Muskel, der den Augapfel nach außen bewegt, von der Nase weg. Hier befindet sich der obere schräge Augenmuskel. Er rotiert den Augapfel nach innen, in Richtung der Nase. Der untere schräge Augenmuskel rotiert auch den Augapfel, und zwar nach außen, von der Nase weg. Hier jetzt die Anfangsübungen, die Professor Schadanow empfiehlt, die er auch als Sehkrafthygiene bezeichnet. Sie beinhaltet 3 Punkte. Erstens Entspannungsübungen für die Augen. Zweitens Übungen zur Stärkung der Augenmuskeln. Drittens möglichst auf die Brille verzichten. Schauen wir uns diese 3 Punkte jetzt etwas genauer an. Erstens Entspannungsübungen für die Augen. Wenn die Augen müde geworden sind, sollten wir diese nicht weiter quälen. Wenn man am Computer arbeitet oder Fernsehen schaut und die Augen müde geworden sind, sollte alles beiseite gelegt werden und wir sollten den Augen Erholung gönnen, damit die Augenmuskeln sich entspannen können. Das machen wir mit dem, was Dr. Beetz Palming nannte. Es kommt von dem englischen Wort Palm, was Handfläche bedeutet. Der Mensch ist vom Schöpfer mit Selbstheilungskräften ausgestattet. Auch unsere Handflächen verfügen über eine heilende Ausstrahlung. Der Mensch heilt sich ständig selbst. Wenn uns der Bauch wehtut, das Ohr, der Zahn schmerzt, der Kopf brummt oder anderes, dann legen wir unwillkürlich unsere Hand oder die Hände auf die schmerzende Stelle und oft geht es uns dann gleich besser. So hat Professor Beetz in jahrelangen Versuchen festgestellt, dass man mit seinen eigenen Händen den müden oder sogar kranken Augen eine wesentliche Hilfe leisten kann. Wie palmieren Sie richtig? Erstens, reiben Sie die Hände aneinander, bis sie warm werden. Zweitens, legen Sie die Finger beider Hände so übereinander, dass die Finger der einen Hand die Finger der anderen Hand bedecken und so zusammen ein Dach bilden. Drittens, die Hände werden dann anstelle der Brille so auf die Augen gelegt, dass die gekreuzten Finger mittig auf die Stirn kommen.
Die Nase steckt zwischen den kleinen Fingern und den Handkanten und die sanft geschlossenen Augen liegen genau unter dem Zentrum der Handflächen. Viertens, stützen Sie die Ellbogen entweder auf dem Tisch ab oder auf den Knien oder ziehen Sie die Ellbogen an die Brust. Die Ellbogen dürfen nicht hängen. In dieser Position sollte der Mensch dann etwa 3 bis 5 Minuten verweilen. Nach dieser Zeit haben sich die Augen erholt. Fünftens, bevor Sie die Augen öffnen, sollten Sie diese erst noch fester zukneifen. Sechstens, die immer noch geschlossenen Augen etwas mit den Fingern reiben. Siebtens, bei immer noch geschlossenen Augen den Kopf nach links und rechts drehen. Das fördert die Durchblutung des Gehirns. Achtens, mit immer noch geschlossenen Augen tief einatmen und ausatmen. Neuntens, einige Male mit den Augen zwinkern und dann die Augen öffnen. Diese Übung alleine hilft schon, vor dem Computer, dem Fernseher oder bei konzentrierten schriftlichen Arbeiten, dass die Augen nicht schmerzen oder ermüden. Zweitens, Übungen zur Stärkung der Augenmuskeln. Hier die Augenübungen, die Dr. Scharanow zu Anfang empfiehlt. Wenn Sie zu Beginn 3-mal täglich, möglichst vor den Mahlzeiten, diese elementare Augengymnastik machen, können Sie dadurch die Durchblutung der Augen verbessern, die Augenbewegungsmuskeln und damit die Sehkraft stärken. Bei allen Übungen dürfen Sie den Kopf nicht bewegen. Sie sollten zu Anfang nicht zu viel wollen. Jede Überbelastung führt zu Schmerzen der Muskeln und Augen. Beginnen Sie zum Beispiel mit 6 Wiederholungen pro Übung. Übung 1. Halten Sie den Kopf still und schauen Sie nach oben. Schauen Sie dann nach unten. Einige Male wiederholen. Zu Anfang nicht übertreiben. Dann einige Male mit den Augen zwinkern. Übung 2. Auch hier den Kopf stillhalten, wie bei allen Übungen. Schauen Sie bzw. schielen Sie nach links. Dann nach rechts schielen. Einige Male wiederholen. Dann wieder mit den Augen zwinkern. Übung 3. Diagonal schielen. Bewegen Sie die Augen diagonal. Von rechts unten nach links oben. Einige Male wiederholen. Einige Male mit den Augen zwinkern. Übung 4. Diagonal schielen in die andere Richtung. Bewegen Sie die Augen in der anderen Diagonale. Von links unten nach rechts oben. Wieder einige Male wiederholen und mit den Augen zwinkern. Übung 5. Viereck mit den Augen malen. Mit den Augen nach oben schauen und die obere Seite des Vierecks mit den Augen ganz nach rechts malen. Dann die seitliche rechts nach unten ziehen, dann die untere Seite nach links ziehen, dann die seitliche links nach oben ziehen, dann die obere nach rechts ziehen. Wieder einige Male wiederholen und einige Male mit den Augen zwinkern. Jetzt das Viereck in die andere Richtung malen. Die obere Seite des Vierecks mit den Augen nach links malen. Dann die seitliche links nach unten ziehen. Dann die untere Seite nach rechts ziehen. Dann die seitliche rechts nach oben ziehen. Dann die obere nach links ziehen. Einige Male mit den Augen zwinkern. Übung 6. Ziffernblatt. Stellen Sie sich eine große Uhr vor. Heben Sie die Augen nach oben auf die 12 und schauen Sie im Kreis die Ziffern an. 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr. Einige Male mit den Augen zwinkern. Dann in die Gegenrichtung. 12 Uhr, 9 Uhr, 6 Uhr, 3 Uhr und zurück zur 12 Uhr. Übung 7. Die Schlange. Schauen Sie nach links und beginnen, die Schlange vom Schwanz aus als Welle zu malen. Nach unten, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten und zum Kopf. Und jetzt zurück, vom Kopf nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, nach oben und zum Schwanz. Das waren die Übungen. Wenn diese 3-mal täglich vor dem Essen gemacht werden, bringen Sie ein sehr gutes Ergebnis. Der 3. Punkt der Sehkrafthygiene ist, auf die Brille verzichten. Das ist der wichtigste Punkt. Sie müssen verstehen, Brillen sind Fesseln für unsere Augen. Tragen Sie deshalb möglichst keine Brille. Sie sollten erkennen, dass Brillen sehr schädlich für unsere Sehkraft sind.
Brillen lassen die Augenbewegungsmuskeln nicht arbeiten. Dadurch wird die Sehkraft immer schlechter und schlechter. Wenn es ohne Brille nicht geht, setzen Sie eine schwächere Brille auf. Denn unter dieser Brille zwingen Sie die Muskeln, diese Schwäche wenigstens ein bisschen auszugleichen. So können Sie sich dann auch nach und nach von der Brille befreien. Viele von Ihnen werden jetzt vielleicht sagen, wenn das alles so einfach ist, sich von der Brille zu befreien, warum wird das denn nicht gelehrt? Die Antwort ist, es ist einfach nicht gewollt. In der heutigen Zeit lernen Augenärzte während ihrer medizinischen Ausbildung praktisch nichts übers Augentraining. Zur Korrektur von Sehschwächen gibt es schließlich Brillen und Kontaktlinsen. Eine ganze Industrie, Optiker und Augenärzte leben gut davon. Sie verdienen nichts an gesunden Patienten. Dabei wissen sie alle, dass Sehhilfen nicht zur Beseitigung der Fehlsichtigkeit beitragen, da sie nicht die Ursache beheben. Und als Höhepunkt der Perversion gibt es dann die Läserung des Auges, mit der dann auch sehr viel Geld verdient wird. Die meisten Augenärzte und auch die Optiker, also das gesamte Geschäft mit der Sehschwäche, ist nicht an der hier vorgestellten Methode interessiert. Es muss ja dann mit dem Menschen gearbeitet werden. Es muss dem Menschen verständlich gemacht werden, dass er mit Übungen seine Sehstärke verbessern kann. Vielleicht sogar nach einer Ursache für eine Sehschwäche gesucht werden. Das ist natürlich alles viel zu mühselig. Es ist jedoch viel einfacher für das Geschäft, dem Menschen eine Brille zu verschreiben und dafür Geld zu kassieren. Das bedeutet dann auch, dass er in 2 bis 3 Jahren wiederkommt, um eine stärkere Brille zu bekommen. So wird diese ganze Industrie von jedem einzelnen Brillenträger versorgt und verdient dadurch schönes Geld. Deshalb weigert sich diese Industrie auch, die Methode von Beetz, obwohl diese bekannt ist, anzuerkennen. Für sie wäre es ein leichtes, durch Forschungen mit Brillenträgern Beetz Methode zu beweisen. Ja, sogar jeder einzelne Augenarzt könnte mit seinen sogenannten Patienten, wenn es von diesen gewollt wird, einen Augentrainingsplan entwerfen, der diesen Brillenträgern ihre Sehkraft zurückbringt. Die Menschen, die dieses nicht wollen, können sich dann weiterhin Brillen verschreiben lassen. Dazu muss der Mensch jedoch die Wahl haben und die hat er nur, wenn er richtig aufgeklärt wird. Doch dieses ist nicht gewollt. Nein, es geht sogar komplett in die andere Richtung. So bekommen auch Kinder heute bei der kleinsten Sehschwäche sofort eine Brille verpasst und die meisten Eltern hinterfragen dieses nicht einmal mehr. Den Augenärzten und Optikern wird bedingungslos vertraut. Dass dieses jedoch ein Trugschluss ist, haben sie weiter oben bereits erfahren. Mit solch bescheuerten Bildern werden die Eltern dann auch noch Gehirn gewaschen. Die Augen der Kinder passen sich dann sofort der Brille an und sie sind damit schöne neue Geldquellen ihr Leben lang. Denn wenn einmal eine Brille, immer wieder eine Brille, bei der die Brille jedoch immer stärker werden muss. So züchtet sich diese Industrie immer wieder neuen Nachschub. Wenn Sie Mutter oder Vater sind, sollten Sie sich sehr gut überlegen, ob Sie Ihrem Kind von dieser Industrie eine Brille verpassen lassen wollen. Die Brillenindustrie ist eine seit über 100 Jahren perfekte Geschäftsidee. Ein Huhn, das goldene Eier legt. Ein Esel, der Golddukaten scheißt. Und sie sorgt dafür, dass Milliarden von Kunden, teilweise von Kindesbeinen bis zum Grab, diese Industrie, weil sie nicht richtig aufgeklärt werden, freiwillig unterstützen. Es ist klar, dass diese Industrie auch nichts daran ändern möchte. Ändern kann nur jeder Einzelne etwas, indem er sich von der Falschlehre verabschiedet und die Gesundheit seiner Augen in die eigenen Hände nimmt. Mit dieser Selbstverantwortung über die eigene Sehkraft kann er dann mit Hilfe der hier vorgestellten Übungen seine Sehkraft wiederherstellen. Aber auch wenn Sie noch kein Brillenträger sind, können Sie mit den Übungen und den in dieser Videoreihe vorgestellten Maßnahmen Ihre Sehkraft bis ins hohe Alter erhalten und werden dann niemals ein Produkt dieser Augenindustrie. Tun Sie was für sich. Es lohnt sich.
denn nicht nur ihre Sehkraft wird sich verbessern oder erhalten, sondern sie können auch eine Menge Geld im Laufe ihres Lebens sparen. Außerdem werden sie mehr Lebensqualität erreichen, wenn sie nicht mehr auf die Krücke einer Brille angewiesen sind. Was erwartet Sie im nächsten Video? Ich werde weiter von meinen Fortschritten in diesem Experiment berichten. Sie werden erfahren, wie wichtig Sonnenlicht für unsere Augen ist und welche Rolle Sonnenbrillen dabei spielen. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie mir einen Daumen hoch geben und meinen Kanal abonnieren.